Hallo zurück aus dem Sommerurlaub. Da ich noch immer das Juni-, Juli- und August-Muster schuldig bin, beginne ich jetzt mal mit dem Juni-Muster. Ich werde diesmal absichtlich die Konsole auslassen und werde euch jetzt hier den Anschlag zeigen, der einfach wie bei der Duo 80 auch ohne Konsole gemacht wird. Wie immer habe ich mich entschieden, nicht die Decke mitzustricken, sondern einfach eine Musterprobe. Ich werde das also als Muster alles schön aufbewahren. Und deswegen wundert euch nicht, habe ich nicht die 104 Maschen wie angegeben, sondern ich habe nur rechts und links 40 Maschen. Nicht 40, sondern 50 Maschen genommen. Dies ist Klappe die 14. Denkt bloß nicht, es läuft alles so am Schnürchen, wie es hier aussieht. FX hinten vergessen oder Bett ganz nach rechts verschieben vergessen, und das solltet ihr unbedingt tun. Das sehe dann so aus. Und hier seht ihr den Versatz. Ich habe das Schloss hinten und vorne auf NN gestellt. Der Reihenzähler ist auf 0. Die Maschenweite ist sowohl hinten wie vorne auf 3. Und ich habe noch keine Abstreifer drin, da ich den Gewichtskamm einhängen werde und stricke jetzt eine Reihe rüber. Das ist jetzt der Schlauchanschlag, ohne Konsole, einfach nur eine Reihe rüber gestrickt über alle Nadeln. Das Schloss steht links, Reihenzähler 1. Jetzt habe ich die Maschenweite auf 3,5 vorne und hinten und habe vorne und hinten auf CX gestellt, weil ich jetzt eine Reihe rund stricke. Nach den zwei Reihen rund, jetzt haben wir die dritte Reihe gestrickt, stelle ich oder habe ich beides wieder auf N gestellt, vorne und hinten. Und ich habe die Maschengröße 4 eingestellt und werde jetzt eine Reihe drüber stricken. Hier seht ihr die Nadelaufteilung. Schaut sie euch für die E6000 noch genau in Kirstens Anleitung an. Das ist ganz wichtig. So, eingestellt habe ich das Schloss vorne N. Ich habe Dreiviertelpunkte genommen, vorne und hinten. Und dann habe ich hinten auf FX gestellt und vorne auf N. Die schwarzen Abstreifer habe ich noch nicht drin, da ich noch keine 6 Reihen gestrickt habe. Und jetzt stricke ich meine ersten 2 Reihen. Zwei Reihen gestrickt und jetzt setze ich die Kurbel eine Umdrehung nach links. Es steht auf der 2, ich stricke 2 Reihen. Reihenzähler 4 rein, eine Kurbelumdrehung nach links. Schwarze Abstreifer sind drin und ich stricke jetzt die 5. und 6. Reihe, habe eine Umdrehung gemacht. 6 Reihen, eine Kurbel nach links. So sieht es nun aus. Und ich bin schon mit dem Bett bei der 0 angekommen und jetzt mache ich wieder 2 Umdrehungen. Ich habe ja nun 2 Reihen gestrickt und jetzt mache ich eine Kurbelumdrehung nach links und stricke wieder 2 Reihen. Mittlerweile stehen wir bei der 1. Und es sind 8 Reihen gestrickt. Wieder eine Kurbelumdrehung nach links. Ich stehe jetzt auf der 2 und wieder 2 Reihen stricken. Und jetzt kommt die letzte. Ich bin jetzt oder stricke jetzt die 11. und 12. Reihe. Und nun geht die ganze Chose wieder zurück.
So sieht der Versatz nun aus. Und jetzt drehe ich alle zwei Reihen die Kurbel nach rechts. Reihenzähler steht auf 12 und ich drehe das Ganze wieder einmal zurück auf die 2. Stricke zwei Reihen. Und drehe es wieder einmal zurück auf die 1. Nun bin ich auf der 0 in der 18. Reihe und stricke jetzt die 19. und 20. Auf die 2 die Kurbel und 2 Reihen stricken. So, jetzt kommt nur noch die letzte wieder auf die 3 und da sind wir wieder am Beginn und stricken 2 Reihen und haben 24 Reihen auf dem Nadelzähler. 24 Reihen auf dem Maschenzähler. Das geht jetzt so weiter, bis ihr eure, glaube 248 Reihen gestrickt habt. Ich stricke meine Maschenprobe zu Ende, bis ich 60 Reihen gestrickt habe.